Hallo und moin moin. Gehen da rein. Ja. Weil hier ist der Durchgang. Ja. Und hier steht tatsächlich eine Powerausrüstung und eine Werkbank. Ich guck mal, was drin ist. Ein Fusionskern. Den nehmen wir raus. Den zerlege ich. Oder nehmen Sie mit. Von wo kommt das? Ach, da. Ich glaube, das ist weg, ne? Boah, ich wollte das ja gar nicht tot zu kriegen. Ja, nicht. Ja, da ist auch die Hütte, wo wir hin müssen. Ich versuche mal, ob ich hier irgendwie durchkomme. Ah, hier ist was. Moment. Ich komme mal hier mit rein am besten. Hier ist eine Werkbank auf jeden Fall. Und Ja. ein paar so Sachen zum Looten. Ich nehme mal mit, was ich. Kryogranaten sind hier vor allen Dingen auch viele. Hier ist noch ein Safe. Der ist aber Warte, offen. wo? Oh, Unter ja. dem Regal musst du mal gucken, genau. Da ist Ja. noch ein Safe. Passt du mal auf, ich guck mal, ob ich den aufkriege. Der Der ist müsste offen, offen der sein. ist offen, ja. Ja, Da, danke. genau. Ich zerlege kurz. Ja, ich So. passe auf. So, okay. Die Pumpkin brauche ich nicht. Die Kultistenklinge. Ja. Kampfflinte. Weg damit. So, wenn du willst, kannst du zerlegen. Ich passe auf. Ja. Der hat sich hinter der Tür verschanzt hier. Ja, hab ich auch Tja. gesehen. Das war ein verrückt. Ups, ja. Ich hab die Tür zugemacht. Moment, ich muss nachladen. So, und kann losgehen? Hast du alles? Ja. Okay. Weiter. Ja, ich latsche ja auch mit Licht an rum. Kein Wunder, dass sie uns immer sofort sehen. Oh, der hatte irgendwie einen Granatwerfer und irgendwas anderes. Ich muss kurz mal gucken, was ich da an Waffen aufgesammelt habe. Ne, ich hatte da auch gerade irgendwas drin. Plasmagewehr habe ich. Ich glaube, das verkaufe ich oder zerlege ich. Oder willst du mal mit Plasmagewehren versuchen? Nee, also mit denen habe ich noch nie großartig gespielt. Nee, ich eigentlich auch nicht so wirklich. Granatwerfer habe ich auf jeden Fall noch. Ich muss mal ganz kurz meine Gesundheit. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Heilmittel nehmen. So. Und Ich etwas bekomme was nicht da. Wasser. Ach, das ist noch so ein Granatwerfer 79 gewesen. Ja, die können wir ruhig mal zum Spaß so mitnehmen, aber wirklich bringen tut er glaube ich nichts. Der ist jedenfalls nicht sehr zielgenau. Schießschwert. Das hat glaube ich guten Schaden, ne? Aber du hast ja das Dönermesser später. Ja, genau. Ah, Schießschwert hat ja, acht. genau. Hier geht die Geschichte weiter. Hier geht jetzt eine Geschichte los. Die sollten wir auch unbedingt vorlesen. Wir gucken erstmal die Kisten durch und dann müssen wir Ja. mal auf Holobänder achten. So, das erste Holoband ist hier. Gründung der Schildernden Bruderschaft. Ich lese mal. Nee, lass mal laufen und du müsstest Appalachia ist online, Captain. Ja. Auch Ich machen, ne? weiß, dass die meisten von Ja. euch Amerika lieben. Das gute alte Heimatland. Aber diejenigen unter uns, die in Mariposa dienten, wissen mehr. Amerika hat versagt. Das liegt nicht an den Bürgern, die trotz der bitteren Umstände eines endlosen Krieges ein aufrichtiges Leben führten. Und ganz bestimmt nicht an den Männern und Frauen, die für unser Land kämpften. Möge Gott sie segnen. Nein, es ist die Regierung, die versagt hat. Die Senatoren, Generäle, Präsidenten. All diese Bastarde! Ihre Fehler haben fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Doch wenn ich mich hier umsehe, sehe ich Überlebende. Leute, die zu stur und zu störrisch sind, um zu sterben. Wir haben gekämpft und gelitten und haben nun endlich einen kleinen, sicheren Flecken Erde. Aber es reicht nicht aus, ein Zuhause zu haben. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Lebenssinn. Aber das Amerika von einst kann uns dabei nicht helfen. Wir müssen unsere eigenen Werte finden.
Lasst uns also heute Abend, während wir zusammen essen, etwas Neues beginnen. Etwas Starkes. Etwas, worauf wir stolz sein können. Worauf wir bauen können. Wir werden aus der Vergangenheit nur das Gute bewahren. Und eines Tages werden wir das Verlorene zurückerobern. Lasst uns eine stählerne Bruderschaft schmieden. Das war der erste Teil von der Bruderschaft. Hier sind noch mehrere Dings. Das sollten wir auch noch mal hören. Ich glaube, das gehört dazu. Ja. Nehmen wir das mal am besten. Und das ist laufen, ne? Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Appalachia. Paladin Tegadi hat mir von eurem Sieg in Huntersville erzählt. Ich weiß, der Erfolg war mit hohen Verlusten verbunden. Aber zukünftige Generationen werden euch danken. So wie ich euch jetzt danke. Ich bin voller Stolz. Aber das ist nicht der Grund für diese Mitteilung. Einer der Aufträge der Bruderschaft lautet, stets nach wertvoller Technologie Ausschau zu halten. Nach allem Möglichen, was uns auf unserem Weg helfen könnte. Doch ich sehe in allen Richtungen nur Chaos. Kein Licht brennt und die Menschen sind kaum besser als Barbaren. Zivilisation. Jeden Tag denke ich an Zivilisation. Lizzie muss mittlerweile von dem Wort die Schnauze voll haben. Um die Zivilisation wieder aufzubauen, um sie zurückzuerobern, werden unsere Nachfolger die Geheimnisse der Vergangenheit brauchen. Und diese Geheimnisse laufen Gefahr, auf immer und ewig verloren zu gehen. Bis jetzt waren unsere Gelehrten nichts als Werkzeuge, die unsere Ritter beschützten und unsere Basen instand hielten. Das muss sich ändern. Bis jetzt war die Bruderschaft eine gut gerüstete Kampftruppe. In Zukunft werden wir die Hüter der Zivilisation. Wir müssen also jeden Bauplan, jedes Holoband, jedes Buch und jede gottverdammte Notiz einsammeln, die die Bausteine der alten Welt enthalten, bevor es zu spät ist. Unsere Gelehrten werden sie an sich nehmen, sicher verwahren und vielleicht sogar neue Erkenntnisse gewinnen. Und die Ritter werden sie beschützen, wie eine harte Schale um einen kostbaren Samen. Eines Tages, wenn die rechte Zeit gekommen ist, wird aus diesem Samen eine neue Zivilisation erblühen. Dies ist es, warum wir geboren wurden. Seht ihr das nicht auch? Mitmenschen zu helfen ist ein gutes Ziel, das Ziel eines Soldaten. Aber auf diese Weise werden wir der Antrieb sein, der die Welt verändert. Sicher habt ihr Fragen. Paladin Tegadi ist voll informiert. Ich habe größtes Vertrauen in das Volk von Appalachia. Ältester Maxon, Ende. So, das war der zweite Teil. Ja, es ist aber wichtig, um zu verstehen, wie die gegründet wurden. Ne? Guck mal, hier unten sind noch zwei kleinere. Ich glaube, die nehmen wir jetzt einfach mit. Die haben nicht so arg viel damit zu tun, mit der Gründung der Geschichte. Ich meine, dass wir die einfach nur aufnehmen können und wir sie nicht hören müssen erstmal. Das können wir später noch machen. So, du hast hier noch einen Zettel irgendwo. War hier noch ein Zettel? Genau, den habe ich aufgenommen in diesem Spind hier. Da in einem der beiden Spinde ist ein Schlüssel für ein sicheres Lager irgendwie. Ah ja, genau, habe ich jetzt auch. Super. Den Zettel habe ich auch. Ja, wunderbar. Dann haben wir im Grunde damit eine... ich überlege gerade, ob wir eine Quest mit angestoßen haben. Oh. Nein, sieht nicht so aus. Vielleicht müssen wir an den... es gab doch diese eine Stelle, die ich dir gezeigt hatte, ne? Und ja, mit diesem Ding da, ja. Ja, genau. Und die hat mehr oder weniger auch dann später was damit zu tun. Ne? Mhm. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz hier rüber. Der Terminal. Da ist etwas. Flasche River Ale. Hier ist eine Uniform. Die nehme ich schon mal mit. Gemüsestärke. Warte mal, hier ist ein Terminal, genau. Einer müsste aufpassen, der andere müsste den Terminal mal gucken. Das könnte ich so. Hier ist noch ein Terminal. Terminal des Kommandeurs. Ja, hier ist versteckt des Aufsehers. Ah, Aufseher. Ja, warte mal, hier ist ein Raider Powerhelm. Na gut. Ah, das ist gut. Ja, dann können wir das. Ja, genau, das sollten wir auf jeden Fall nochmal anhören. Ich hab's laufen. Camp Venture.
Wer war diese stählerne Bruderschaft? Hier ist noch eine Holoband. Künstler, ehemalige Soldaten. Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier. Und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was sie vorhatten. Okay. Hier ist noch eins über die Bruderschaft. Das lass uns gleich bitte auch nochmal hören. Ich weiß, es ist ein bisschen viel für unsere Kundschaft. Aber wir sollten es ruhig durchspielen. Das, ja. Ne? Also hier das dritte Band laufen lassen, bitte. Danke, Captain. Wir sind allein. Lizzie, was hast du auf dem Herzen? Eine stählerne Bruderschaft? Was soll das überhaupt bedeuten? Die Leute sind verwirrt. Wir sollten etwas wagen. Wir können nicht einfach die US Army bleiben. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendein General oder ein verdammter Politiker aus einem Vault herauskommt und anfängt, uns herumzukommandieren. Und schlimmer noch, sie werden irgendeinem Soldaten befehlen, mit allem wieder von vorn anzufangen. Eine weitere Runde Atomtod. Und wenn das nicht reicht, tun sie es nochmal. Das weißt du doch auch, Liz. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wir können das nicht zulassen. Ich verstehe. Aber eine Bruderschaft, Ritter, wie soll ich dich denn nennen? Ältester? Wörter haben Macht, Lizzie. Sie erschaffen Identität. Wenn man sie nur oft genug benutzt, nehmen sie eine Bedeutung an, die sie vorher nicht hatten. Es waren die Ritter und Gelehrten, die nach dem Fall von Rom die Überreste der westlichen Zivilisation bewahrten. Nun sind wir diese Ritter. Und wir haben eine ähnliche Aufgabe vor uns. Aber dazu brauchen wir mehr als nur Namen. Wir brauchen neue Traditionen und... nun, unsere eigene Mythologie. Etwas, an das die Leute wirklich glauben können. Ist das denn wirklich nötig? Was bleibt mir denn sonst übrig? Soll ich mich zum Präsidenten erklären und dich zur Senatorin? Sieh dich um. Hier gibt es etwas, das tödlicher ist als die Rats und die Monster. Depression. Diese Leute haben alles verloren. Jeder einzelne von ihnen. Frauen, Kinder, Freunde, sogar den verdammten Postboten. Diese Verluste müssen durch etwas gut gemacht werden. Sonst verkümmern die Leute seelisch. Wir wären wie wandelnde Tote. Ich gebe mein Bestes, damit die Befehle ausgeführt werden. Lass ihnen etwas Zeit, Lizzie. Menschen sehen sich danach, an etwas zu glauben. Ja, ich brauche noch einen Moment. Sie müssen es alleine schaffen. Oh, okay. So, jetzt ist, glaube ich, durch. Okay, hier sind noch Terminals. Die sollten wir auch noch mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, ob was Wichtiges drin war. Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Ich muss nur aus der Rüstung raus. Archiv. Liste für März. Ne, hier sind nur Namen. Zeitplan. Woche 1. Fitness, Überlebenstechniken und so weiter. Ja, nee, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Hier nochmal in die dritte Woche. Ich hoffe, ich schalte da jetzt nichts mit frei oder so. Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Persönliche Notizen, Gruppenbewertung. Okay, das kann ich lesen. Die nächste Gruppe, die ich mir vornehme, besteht hauptsächlich aus Mitgliedern der Freien Staaten und ein paar Versprengten. Wird Zeit, dieser Jungspunde in Form zu bringen. Vielleicht lassen sich die wenigen, die noch nicht wissen, was Sache ist, sogar für unsere Sache gewinnen. Riley meinte, dass ich mein Bestes geben soll, aber gerne. Die Grünstimmel werden in meinem Lager keine Gnade finden. Ella Ames. Normalerweise merke ich nicht zu einzelnen Auszubildenden an, aber diese Ella Ames ist wirklich was Besonderes. Sie hat angeblich Medizin an der VTU studiert und zudem ein beeindruckendes Wissen über die Flora und Fauna von Appalachia. Sie kann mit Feuerwaffen umgehen, ein Reh ausnehmen und hat sogar ein paar Wrestling-Griffe drauf. Wenn alles so läuft, wie Riley es vorher gesagt hat, wird Ellas Bunker mein erster Anlaufpunkt sein. Falls in meinem etwas schief gehen sollte,
Ich würde mir sogar irgendeine Ausrede einfallen lassen, nur um mich mit ihr und ihrer Familie einzusperren, wenn das ihre Vorratsplanung nicht durcheinander bringen würde. Hm. Bunkerbau. Ich überlege, ob ich den Trainingslagern einen Kurs in Bunkerbau geben soll. Es schadet sicher nicht, wenn die Grünschnäbel eine Ahnung haben, wie so ein Ding letztendlich aussieht. Ich könnte ihnen meinen zeigen, aber ich will seine Position nicht verraten. Angeblich hatten meine Freistaatler Probleme mit Ortsansässigen, die ihre Bunker sabotiert haben. Bei meinem Glück gehen die auch auf mich los und dann landen ein paar von denen im Krankenhaus. Das will ja niemand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas freischalte. Ich versuche es nochmal. Ja. Ansonsten würde ich sagen, schalte die Dinger einfach nochmal durch. Ich versuche, mich mal wieder in meine Rüstung zu packen. Ja. Jo. Warte mal, hier war doch noch ein zweiter Terminal. Genau, den habe ich nämlich gerade durchgeschaut, aber ist nichts freigeschaltet worden oder so. Okay. Das ist nicht dasselbe. Ränge und Knapp. Ich lese das mal vor, ne? Ja. Also, Knappen und Ränge. Ich hatte mit Paladin Taggarty ein langes Gespräch über die Ränge der Bruderschaft. Im Gegensatz zu den meisten von uns finde ich sie größtenteils so in Ordnung, wie sie sind. Gelehrter, Ritter, Ältester. Das sind alles achtbare Namen. Aber Knappen? Belmonte hat mir erklärt, was ein Knapper eigentlich ist. Es handelte sich dabei um junge Burschen, die eines Tages zum Ritter ausgebildet werden sollten. Erwachsene Männer und Frauen so zu bezeichnen, grenzt fast schon an eine Beleidigung. Aber anscheinend hat unser Gespräch Früchte getragen. Der Paladin hat gesagt, dass der älteste Maxon schon ein paar Ideen zur Umbenennung der Ränge hat. Fürs Erste will er den Leuten aber wohl etwas Zeit geben, die bereits vollzogenen Änderungen zu verdauen. Die Bruderschaft. Oh, nee, das ist doch nicht so lang. Jetzt sind wir also die stillende Bruderschaft. Wir diskutieren immer noch die Änderungen aus, die wir am Trainingsprogramm vornehmen müssen. Der physische Teil ist nach wie vor relevant und untersteht meiner Leitung. Paladin Taggarty wird die Änderungen an den anderen Trainingselementen mit dem ältesten Maxon absprechen. Die aktuellen Trainingsteilnehmer sind verständlicherweise etwas verwirrt, aber wir kriegen das schon hin. Trainingsbeginn. Vater hat gesagt, ich würde es nicht zum Offizier schaffen. Schnorrer wie wir würden es nicht zu was bringen. Er hat sich geirrt. Sander hat das, was wir bei Westtech gesehen haben, immer noch nicht verdaut. Experimente. FEV. Aber es gibt kein Zurück mehr. Selbst wenn wir einen General finden, wie sollen wir Befehle befolgen? Fürs Erste hat Captain Roger Maxon das Sagen. Befehlskette etabliert. Der junge Grant wird mir langsam sympathisch. Ist zwar noch jemand, den wir durchfüttern müssen, aber er verschafft uns Zutritt zu Westtech und hat das Ganze verstanden. Vielleicht liegt der Leutnant ja richtig, was Grant betrifft. Sobald das Lager einsatzbereit ist, beginne ich mit den Dienstprotokollen. So, ich habe auch keine... Ach so, habe ich jetzt eigentlich alles gemacht? Was war denn das jetzt? Das waren gespeicherte Berichte. Das war das hier. Ach Gott, da sind noch Diensteinträge. Ja, aber die lese ich jetzt mal nicht vor. Nö. Das wird sonst zu lang. Ich habe das auch nur kurz durchgeschaut. Ja, ich halte mal kurz an, dass sich das jeder dann gegebenenfalls anhalten kann. Wenn es lesen möchte. So. Jetzt kann man denn hier anhalten auf dem PC. Okay, das war nur für das Führungspersonal. Gespeicherte Berichte. Tex Rogers. Ja, das ist wieder etwas länger. Genau. So. Kelly. Okay. E. Fischer. Okay. Gut, die persönlichen Notizen. Mit den Knappen hatte ich vorgelesen, genau. So, meine Rüstung hat sich verabschiedet. Okay, mal schnell auspacken wieder. Ja, das ist jetzt hier etwas langwierig, aber gehört zur Geschichte einfach dazu. Mhm. Ne? Und deswegen sollten wir das jetzt, wenn wir hier sind, schon ruhig mal machen. Ja.
müssen wir mal gucken, wie wir das zurechtschneiden und in ein Video unterbringen. So, ich denke, wir können los. Wir müssen... Warte mal, war hier noch ein Keller oder so? Nee, ne? Nee. Also da war, glaube ich, kein Keller. Hatten wir denn das... Aufseher-Logbuch. Ach ja, Aufseher-Logbuch. Wer war diese Stähler? Ich höre mir das gerade nochmal an. Überlebenskünstler? Jetzt müssen wir da irgendwo... Ah, wir müssen da oben hin. Sie haben ihr da hoch müssen wir. Ja, genau, ja, warte mal, ich suche gerade den Weg. So, so viel steht glaube, fest. Können hier organisiert, rum. Effizient, ja. Mit Zugang zu Ausrüstung. Ah, ja. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben sie irgendwo ein befestigtes ich Hauptquartier mal, ne? Und einen Anführer. Ja. Jemanden, der wusste, was sie vorhatten. Ach, Bordvorratsabwurf. Ach ja, genau, das ist ja das mit dem Airdrop, richtig. Ja. Ja, dann sollten wir schon zu Ende mal. Rufe ein Frachtboot. Jetzt müsste für mich ein Frachtboot kommen. Ich weiß nicht, ob du den auch gleich nutzen kannst. Na, sehen wir ja gleich, ne? Ja. Ich glaube, der ist ja auch schon die ganze Zeit am Rumkreisen. Da kommt er da oben. Ah ja. So, und dann gehe ich da hin und mache praktisch nichts anderes, als das da drauf stecken oder wie auch immer. Also mit E, ne? Mhm. So, komm runter, war nicht so lange da oben. Ehrlich, keine Zeit hier. So, jetzt bleibt er da, glaube ich, stehen. Jetzt gehe ich mal hin. Jawohl, jetzt kann ich den anbringen, den Signalverstärker. So, jetzt fliegt er wieder weg. Ja, das muss ich dann auch machen. Ja, du musst dann genau. Unten auch ein Frachtboot rufen. An dem. Nee, hat für mich auch gezählt. Also. Ja, hast du auch machen können. Ja, ach, genau. Super, hat Vollpunkt erreicht, hat er mir gesagt. Verfolge jetzt. Das Notsignal bis zu seinem Ursprung, habe ich jetzt als Aufgabe bei Jäger verzweifelt gesucht. Hast du das auch? Ja, genau. Okay, dann sollten wir mal schauen, wo das ist. Moment. Ich muss gucken, wo das sein könnte. Ist es das? Nein, das ist Southern Bell. Das finde ich jetzt gerade nicht. Ja, nee, ich weiß, warte mal, hier ist noch was. Beanspruche die Werkstatt, nee. Warte mal, ist das hier noch? Nee. Ja, ich finde das jetzt gerade nicht. Warte mal, da? Nee. Hast du da irgendwas auf der Karte? Oberhalb von Tanagra Town habe ich einen Kreis. Verfolge das so. Das Notsignal bis zu seinem Ursprung. Aha. Ah nee, das ist was anderes, ne? Nee, das könnte das schon sein. Tanagra Town? Da waren wir doch eben, ne? Ja, genau. Aber das doch stimmt. Verfolge das Notsignal bis zu seinem Ursprung. Das ist über dem Tanagra Town, genau. Ich hab das nicht. Da ist... Da habe ich dann noch untersucht, das Southern Bell Motel. Das ist da auch eine andere Aufgabe noch. Ja. Warte mal, wo ist dies? Das wäre... Genau. Ich habe da nur so einen Kreis. Dann müssten wir da noch mal hin. Tanagra Town. Aber ich habe keinen genau. Kreis dort. Warum habe ich denn keinen? Muss ich den jetzt noch mal rufen, oder? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil du hast die Aufgabe ja gemacht. Ja, eigentlich schon. Wir sollten noch einmal in dieses Haus gehen und vielleicht auch noch mal die Werkbank benutzen. Ja, ich muss auf jeden Fall, weil ich bin überladen. Ah, ja, wir müssen ich auch, so ein paar Waffen, die ich wegmachen muss. Ja, genau. Warte mal, ich bleib mal gleich hier. Ich mach mal Munition für meine. Ja, ich kann gleich mal verschrotten hier. Hier ist noch eine Waffenwerkbank. Falls wir noch reparieren müssen. Du bist am Verschrotten, ne? Ja. Oh, das geht tatsächlich. Cool. Ich mach mal ganz kurz Kleinkram weg. Bohrmesser. Intro. Ich glaube, den Granatwerfer mache ich kaputt. Ja, ich habe den auch zerlegt. Ja, ich mach das Plasmagewehr wolltest du ja nicht, ne? Nee. Dann mache ich es weg. Genau, das behalten wir auf jeden Fall.
So, was habe ich hier? Eine Militäruniform. T60 linker Arm, T60 rechter Arm. Also ohne Rüstung kann ich gar nicht laufen. Gut, dann mache ich Muni. Dass ich genug von dieser Munition habe. Ja. 10, 10, 8, 9, 10. Gut, das, also sonst hätte ich nämlich nicht viel. So, jetzt bin ich wieder. Okay. Da ist Muni zum Kaufen. Jetzt haben wir hier noch was. Da hinten wird irgendwo geballert. Warte mal, was ist denn da? Ah ja. Tanagra Town. Ich hab überhaupt keinen Kreis oder so. Ich soll Ellas Bunker untersuchen. Ach ey, das ist eine andere Quest. Und ich muss einen Sendeturm reparieren hier. Aber das, was wir brauchen, habe ich nicht. Warum ist das jetzt so für dich ausgelöst? Also wir müssen auf jeden Fall nach Tanagra Town zurück. Weil wir müssen noch ein Stück nördlich gehen. Oh, hier ist ein Schießplatz. Keine Ahnung, ob das was bringt. Nee, ich glaube, es bringt nicht. Okay. So, wie sehen meine Waffen aus? Das sollte ich vielleicht noch mal kurz testen. Die große auf jeden Fall. Ach, jetzt habe ich Herstellen gedrückt. So was Blödes. Ich gucke aber trotzdem mal kurz durch. Was kann ich denn eigentlich herstellen? Eine Pumpgun, ein Kampfgewehr und ein Jagdgewehr. Ja, das bringt nichts. So, noch einmal modifizieren. Ne, ist noch gut. Super. Gut, rein da. Okay. Ja, das war's für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht und lasst doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.